dabei, so ein Oper zu lernen, das ist wie Sport zu machen. Man ist gut, man kann das gut machen. Wenn man 2 Wochen stoppt, dann muss man von Anfang an fast wieder. Am Anfang, was ich mache, erster Schritt, es ist genau alles das, die Struktur zu verstehen. Das ist, ich kann eine Rolle nicht lernen, wenn ich nicht vorher weiß, wo bin ich dran, wie viel habe ich, wie viele Arien, wie viele Ensemble, also solche Sachen. Das ist rein logisch. Ich weiß genau, wie viele Wände im Haus gibt, wie viele Räume, und dann kann ich da drin besser laufen, und das ist einfach für mich selbst, so eine Struktur zu haben. Und dann geht's wirklich los. Also dann kann ich anfangen, okay, was bedeuten diese Partie zu lernen. Heute kenne ich die Partitur, ich kenne alles auswendig, aber ich kann noch nicht alles wirklich gut singen. Zum Beispiel meine erste Arie ist super schwer. Das bedeutet, ich muss das Technik lernen. Das hat nicht mit der Geschichte zu tun, nicht mit dem Text, nicht mit, das ist rein technisch. Und zum Beispiel diese erste Phrase, ich würde den Text wegnehmen. So normalerweise, soffre il mio cor con pace. Und da würde ich nur Vokalpositionen üben. Dann, wenn ich merke, okay, es ist frei, ich merke, ich bin nicht müde, das tut nicht weh, weil manchmal kann es weh tun, wenn es ist zu schwer. Und dann, wenn ich das gemacht habe, dann probiere ich mit dem Text. Danach habe ich dieses Buch, das ist ganz wunderbar. In Frankreich haben wir, das nennt man Avant-Scène Opera. Und der ganze Libretto ist da drin, auf Italienisch geschrieben und genau was bedeuten in Französisch. Und dann lese ich die ganze Libretto, und Sie sehen, ich schreibe auch viel, um die ein bisschen auch genau die Geschichte zu verstehen. Wer bin ich? So, das ist ganz, ganz wichtig auch zu verstehen. Nicht nur, was ich singe, aber wofür ich das singe. Das kann ich nur, wenn ich das ganze Libretto im Kopf habe. Oh, momento fatale, che mi fa vivente il più felice, il più misero ancor. Ich probiere wirklich, den Text in meinen Kopf zu sagen. Das ist zum Beispiel, oh momento fatale, oh schrecklicher Moment. Man würde dich, oh okay, man könnte, oh schreckliche Momente. Aber man kann das auch wirklich, oh, was ist jetzt los? Was bedeutet, warum ist das jetzt so schrecklich? Man muss das Gleiche finden auf der Bühne. Und das kann ich nur, diese Komplexität, das kann ich nur finden, wenn ich so ganz, ganz tief arbeiten und schreiben und auch Inspirationen finden im Film und solche Sachen. Da drin habe ich von hier alle, das ist nur für mein Sifare. Alles das ist, was passiert in diesen Szenen, was habe ich Lust damit zu sagen. Und dann manchmal mache ich auch meinen Text, das auswendig zu lernen. So, das ist meine Arbeit, die ganze Partie.